Moin, liebe Angelfreunde, und herzlich willkommen zur heutigen Session. Ich grüße euch. Es ist noch früh am Morgen hier am Voltshow, aber ich bin schon unterwegs, denn ich habe für heute etwas geplant. Und zwar wollen wir heute eine bestimmte Rolle im Einsatz testen. Deswegen bin ich natürlich auch zum Voltshow gekommen, weil Einkäufe und Reparaturen hier mit am günstigsten sind. Ja, zumindest wenn es um den Angelladen geht, bei dem wir einkaufen wollen. Da haben wir hier sozusagen die standardpreiswerte Option. Und wie gesagt, auch wenn ihr irgendwie mal Reparaturen habt und ihr wollt auf jeden Fall sicher gehen, dass ihr für euer Bauteil nicht irgendwie mit Gold herhalten müsst, genau dann ist Voltshow die Antwort auf all eure Probleme. So, wir gehen einmal rein in den Angelladen, denn ich möchte euch zeigen, auf was wir es heute abgesehen haben. Heute werden wir mit einer Stationärrolle an den Start gehen, die, sobald das Ganze hier geladen hat, hoffentlich auch verfügbar ist. Wir suchen unter den Angelrollen stationär uns die Simon Commodore 2 raus. Da gibt es gleich 4 verschiedene Elemente von. Wir haben es hier auf die 20 bzw. auf die 220S abgesehen. Knapp unter 2000 Silber müsst ihr dafür latzen. Ich habe jetzt schon eine gehabt, das heißt, hier drauf steht jetzt 2 Stück. Ja, im Grunde genommen war das jetzt nur zur Verdeutlichung, dass ihr Sachen, die ihr gekauft habt, auch zurückgeben könnt. Nämlich, wenn ihr mal den Angelladen euch anschaut, da unten gibt es die Option Gegenstand zurückgeben. Funktioniert nur wenige Tage nach Kauf. Wer also vorhat, hier ein Langzeitinvestment mit Einkäufen zu tätigen, die ihr nie benutzt, vergesst es. Hilft nichts, bringt nichts, funktioniert nicht. Jetzt könnt ihr nach dem direkten Kauf das Ganze wieder zurückgeben und bekommt euer Silber in gleichwertiger Höhe zurück. Ne? Und das wollen wir auf jeden Fall auch, denn wie gesagt, wir haben ja schon eine Rolle und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also, zunächst einmal das Setup. Wir sind unterwegs heute mit einer Segun Advent, einer Leitroute, die uns vorteilhafterweise für Leitrouten 50% Zusatz-EP verschafft. Wir haben hier unsere Simon Commodore drauf. So sieht das ganze gute Stück aus. Starke Farbe auf jeden Fall. Schöne Optik, zweifarbig gehalten, mit ein bisschen schwarzen Dekorelementen drauf. Sehr schöne 2000er Stationärrolle, bereitwillig für kleines Fischen geeignet. Schafft bis zu 250 Meter Schnurknapp bei 0,14 mm Schnurdicke. Ist also schon mal relativ stabil mit 6 Kilo Bremskraft. Auch recht gut für diese Gewichtskategorie ausgestattet. Nicht für Salzwasser geeignet, deswegen wird sie heute auch nur im Süßwasser präsentiert. Und zwar nicht hier am Voltshow, sondern wir reisen weiter zur unteren Tunguska. Aber erstmal langsam, wir haben hier noch ein paar Sachen drauf. Wir haben hier 1000 Meter Schnur mit 9,2 Kilo. Wenn wir uns das hier angucken, hätten es auch 300 Meter getan. Ich will es nur sagen, ne? Und wir arbeiten mit einem Fluorocarbon-Vorfach von 6,9 Kilogramm. Das Ganze ist 55 cm lang und hat einen handgemachten Spinner am Ende, den Nummer 1er 004 in Schwarz. Der wiederum hat einen S2er-Haken drauf. Das Ganze werden wir heute anbieten für Bachforelle und für Esche. Ich werde euch verschiedene Positionen zeigen, von denen aus wir unsere Versuche unternehmen werden, ein bisschen was dazu erzählen und natürlich schauen wir uns an, wie sich diese Rolle, diese schöne Rolle unter Last so verhält. Wünsche ich euch viel Spaß bei. Wir switchen das Gewässer. Bis gleich. Oh, da. Da ist der erste Fisch dran und es sieht sowas von unspektakulär aus. Das heißt, ist es ein Aaland? Nee. Ha, das ist sogar ein guter Fisch. Der ist sogar gut. Gibt's manchmal als Auftrag im Café. 4-mal das Ganze und du kriegst Cash. Na, da bleibe ich aber nochmal hinter. Moment. Moment. Boah, so von Grundsatz wegen. Einkurbeln lässt sich das ganz gut. Ich mach mal auf 50. Einfach nur mal, um so ein bisschen, ja, das Spiel zu triggern. Mal gucken, ob was passiert. Ich kurbel jetzt wirklich konstant auf 50 durch. Normalerweise dürfte sich da nicht viel tun. So aus meiner bisherigen Erfahrung, wenn ich auf 50 eingekurbelt habe. Aber jede Rolle verhält sich ja nun mal ein bisschen anders, ne? Kann sein, dass du auf der Venga mit 30 einkurbelst und denselben Einkurbelspeed hast wie hier mit 50, ne? Siehst du mal, hier geht nämlich sogar was dran. Nicht so groß zwar, aber die nächste arktische.
Vielleicht müssen wir da wirklich ein bisschen größer denken. Kurbelt sich auch sehr entspannt das Ganze, ne? Wird halt früher oder später, wenn da ein gewisser Verschleiß drauf ist, unumgänglich sein, dass wir dann entsprechend hier auch bei der Schmierung mal ein paar Anpassungen vornehmen, ne? Ich denke mal, die aktuelle Standardschmierung dürfte nicht so gut sein wie eine angepasste Schmierung für leichte Wurfrollen. Da muss man dann wieder gucken, was bietet sich an. Stub Bearings ist eigentlich immer eine ganz gute Aussage, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie oder wo. Aber sowas kann man natürlich auch vergleichen dann und gucken, was hat tendenziell den höheren Verschleiß. Wenn man natürlich weit raus möchte, ist zum Beispiel so ein, wie heißt denn dieses Zero, irgendwas mit Zero. Zero Gravity Öl oder so, ne? Hat er zwar einen Mordsverschleiß auf der Schmierung, aber kommst halt extrem weit raus damit. Das ist immer ganz witzig. Geht von Grundsatz wegen her sehr entspannt gerade alles ab. Wir haben eine arktische Esche drauf. Die sieht sogar mal maßig über 400 Gramm aus. Jawohl. 700 Gramm. Schön. Schön. Damit arbeite ich doch gerne. Auswurf, kurz warten und dann geht's los. Dieses Warten ist super wichtig, sollten wir darauf achten. Ich finde auch die Farbe, dieses Blau-Metallic, das sieht einfach super scharf aus. Guckt mal. Das hat was. Jawohl. Guckt mal da. Wieder eine arktische. Die sind anscheinend auf den Köder gepolt. Auf diesen Köder schnell gezogen scheinen die zu stehen. Jetzt müssen wir halt, wie gesagt, nur einbeziehen, dass wir Nacht langsam kriegen. Das heißt, die Frequenz wird runtergehen. Wir werden wahrscheinlich ein paar Ingame-Stunden nicht viel zu tun haben. Ich werfe trotzdem weiter aus. Denn Überraschungen gibt es ja bekanntermaßen auch in der Nacht. Müssen wir halt mal schauen, ob und wie wir da dann weiter an Fisch kommen. Aber es gibt schon Köder, die haben tendenziell ein höheres Potenzial, wenn die auf der Wasseroberfläche aufklatschen, dass die direkt einen Biss kassieren. Das scheint hier gerade im Moment nicht der Fall zu sein. Dann ziehe ich lieber weiter auf 50 durch. Vielleicht ist das ja auch ein Ausschlusskriterium für andere Fischarten draufzugehen, ne? Wenn so ein, beispielsweise mal so ein Regenbogenstint oder sowas nimmst, die gehen ja auch auf so kleinere Köder gerne mal nach. Die sind dann meistens zu langsam, aber auf einer 50er Einholung, die Esche scheint hinterher zu kommen. Oh. Oh. Ja. Guck mal da. Kriegt sie gleich ihren ersten großen Auftritt. Schön. Schöne Bafo. Da zubbelt schon direkt unten. 1,9 Kilo. Schön. Nachts um kurz nach Mitternacht. Ah, schau mal an. Auf 50er Einholung. Muss man mal machen. Ja, das scheint schon ganz gut zu gehen gerade. Überrascht mich selbst ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Wieder ein Kilo, ne? Wieder ein Kilo. Und das nachts um kurz vor eins. Und das auf dem 50er Speed. Wer hätte's gedacht? Also 50er Speed scheint für die Rolle eigentlich gar nicht mal so schlecht zu sein. Kann natürlich auch zwischendurch mal Pausen machen, ne? Mal drei, vier Umdrehungen und dann einfach mal nichts tun. Das geht natürlich genauso gut. Muss man sich halt nur trauen oder mal versuchen. Aber eigentlich ist man sich da selber der entsprechende Impulsgeber. Da würde ich sagen, ist man nicht auf irgendwen angewiesen. Macht man einfach. Wieder 600 Gramm, siehst du. Mal hier, 2 Minuten drei Fische und das mitten in der Nacht. Das muss man auch erstmal wahrnehmen. Ist für den einen oder anderen Spinnfischer sicherlich eine sehr spannende Geschichte gerade. Ja, aber nichtsdestotrotz, da wir jetzt 3 Uhr haben, nutze ich die Gelegenheit mal ganz kurz mit euch schon mal Position zu wechseln. Wir bleiben auf der gleichen Montage, wir wechseln aber unseren Ausgangspunkt. Und zwar nach dort oben auf der rechten Seite. Wir laufen also hinter der Insel hoch. Und wie das geht, das machen wir jetzt als nächstes.
So, hier sind wir jetzt schon mal auf der anderen Seite angekommen. Hier war ursprünglich mal kein Durchkommen gewesen. Diese Gerölllawine hatte ganz am Anfang, als das Gewässer rauskam, noch alles blockiert. Seitdem hat sich einiges geändert. Es wurde freigeräumt. Man kann seitdem hier hinten hochlaufen. Kann also sich auch mal mit einer neuen Positionierung hier direkt schön hinter der Insel aufhalten und den Bereich abfischen. Das, was man von hier aus vorher nur so ganz schwerlich konnte, ne? Kann man hier halt auch mal direkter jetzt machen. So, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch ein Stück weiter hoch. So, zwischen den Stöcken und den Steinen durch gibt es hier den Zugang gegenüber vom Zeltplatz. Und hier werden wir uns aufhalten. Ich denke, ich werde mich ein bisschen unterhalb hinstellen, schräg hochwerfen und auf 50 runterkurbeln mit der Strömung. So probieren wir es jetzt aus. Licht können wir ausmachen, denke ich, bis hell genug. Schön hier vorne an die Kante, möglichst nicht ins Wasser platschen und dann hauen wir das Ding immer da hoch und kurbeln unsere Zeit hier runter. Ich mache es diesmal so, dass ich den Köder nicht im Wasser warten lasse, wenn er ankommt, sondern ich ihn direkt einhole, weil wir ja noch mit der fließenden Strömung arbeiten. Dadurch haben wir kürzere Strecke, auf der die Bisse reingehen können. Ergo warte ich da nicht länger. Was wir natürlich alternativ noch machen können, so sind wir genauso flexibel. Wir stellen uns dann hier hin, schmeißen da runter. Da haben wir die Möglichkeit, dann auch ein bisschen länger zu warten bei dem Eintreffen des Köders, ne? Und da kommt sogar der Fisch von sich aus schon ran. Das fühlt sich allerdings sehr klein an. Könnte eine Bachforelle sein, eine Bachschmerle sein. Das könnte jetzt eine Bachschmerle sein, so klein wie der Biss ist. Sieht danach aus, ja. Sowas geht auch hin und wieder mal auf die Spinner rein. Ein Regenbogen stimmt dieses Mal. Ja, genau. Aber wir machen jetzt erstmal das Einkurbeln mit der Strömung schön auf 50. Der hohe Speed hat sich ja durchaus als praktikabel herausgestellt bei der Rolle. Na, guck mal, da ist wieder etwas mehr Druck dran. Dann weiß man, das ist oftmals schon die Bachforelle. Wenn es eine Esche wäre, wäre schon gut. Schaut mal da. Oh, Hallöchen. Und ja, hier ist der Grenzbereich 400 Gramm. Da sieht dann die arktische Esche auch schön danach aus, ne? Genau. So soll das sein. Nochmal bei die Steinpackung. Vielleicht ist ja noch was unterwegs. Ja, es ist was Bachforelliges. Die sind oft sehr klein dabei. Also wir haben ja jetzt hier in dem Fall noch verhältnismäßig Luft nach oben, was die Hakengröße angeht. Ne? Wir haben S2er drauf. Also S1er oder S1.0, S2.0 geht natürlich auch alles. Muss man halt nur gucken, wie das dann am Ende wieder aussieht. Das kann ich euch nicht vorher sagen. Das muss man selber testen. Aber ich denke mir, ein 2er-Haken ist immer ein ganz guter Kompromiss erstmal, wenn man nur so gar nicht überhaupt weiß, was los ist. Gerade so an den fortführenden Gewässern, ne? Yama auch, S4, S2, da kann man so mit arbeiten. Immer 100 Gramm Regenbogenstint. Und das Schöne ist, ihr habt immer Abwechslung hier an der Ecke, weil ihr könnt mal nach unten schmeißen, mal nach oben. Holt euch da mal einen Fisch weg, da mal einen Fisch. Und habt halt verschiedene Bereiche, in denen dann möglicherweise auch mal was Vernünftiges drangehen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. So gute Größen, nicht so das hier. Seeritze, ja, auch ab und zu mal auf dem Spinner vertreten, ansonsten eigentlich mehr so auf Grund, auf verschiedene Larven. Aber das scheint sich hier gerade irgendwie zu einem Topspot zu entwickeln für die Fische. Vielleicht müssen wir gleich doch nochmal ein bisschen runter zur Insel. Aber hier sind wir auf jeden Fall sehr flexibel mit verschiedenen anwerfbaren Bereichen. Womit man hier immer ein bisschen aufpassen muss in dem Abschnitt, sind drei Fischarten, die, wie ich finde, doch dem Setup etwas gefährlich werden könnten. Zum einen natürlich mal der Hecht, der das Ganze auch durchzwacken kann. Ist natürlich gerade dann ärgerlich, wenn man so einen handgemachten Köder verwendet, den man vielleicht noch nicht mal selber handgemacht hergestellt hat, sondern nur bekommen hat, wenn man selber noch nicht so weit ist. Dann haben wir die Taimen hier unterwegs ab und zu. Ich hatte schon 20 Kilo auf Ultralight-Setup in diesem Abschnitt hier oberhalb. Die können auch ordentlich Zeit und Mühe kosten, wenn es schlecht läuft. In dem Bereich scheint hier gerade nicht so viel in der Richtung los zu sein. Und was halt auch Zeit kostet, mal 1, 2, 3, 4 hier, ist Seesaibling. Auch der schwimmt hier gerne mal rum.
Je nachdem, wie viel Pech man hat, kann auch mal ein Aaland dabei sein. Der zahlt dann noch wenig, wenn er zusätzlich gefangen wird. Jawohl. Aber irgendwie entwickelt sich für mich gerade der Spaß, da so hinter die Steine zu werfen und dann da, sieht man ja, die Fische wegzuholen. Oh, sogar als Esche drinne. Guck mal hier, ist eine gute Größe. Wenn die so einen Druck aufbauen kann, dann ist das schon was Besseres. Ja. 900 Gramm arktische Esche. Das sehe ich gerne. Da freut sich mein Kescher für den Verkauf später. Na, mal wieder eine Esche. Das ist das Lustige bei diesen Eschen hier. Schaut euch die mal an. Das ist jetzt eine arktische Esche, ne? Wir haben gesehen, dass sie ab 400 Gramm diese graue Färbung wie hier oben im Fähnchen annimmt. Und wenn sie unter 400 Gramm ist, sieht sie sehr hell aus. Das genaue Gegenteil ist die ostsibirische Esche. So ungefähr in der Färbung sieht sie aus, wenn sie 400 Gramm plus beträgt, ne? Und so diese dunkle Färbung, eher ins bräunlich, ja, kastanienfarbene rein, sieht sie aus, wenn sie unter 400 Gramm ist. Das ist sehr interessant. Aber scheinbar ist hier momentan mit ostsibirischer Esche nicht viel zu machen. Guck mal hier, jetzt kommt schon die Barsche. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal aufzubrechen. Ah, hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns zum Beispiel hier direkt bei den Büschen schön hinten dran stellen und zur Spitze werfen. Ich werde mich mal hier hinpacken. Hier mag ich es ganz gerne. Hier stehe ich ganz gerne links von diesem ersten Busch. Und dann da hinten rüber einfach an die Kante. Weil da stehen die Fische auch oft gerne. Und dann einfach auf 50 rüberziehen. Gucken wir mal. Kann sein, dass wir jetzt vielleicht mal ab und zu den ein oder anderen Lennock treffen. Die sind nämlich auch ganz gern hier hinter der Insel unterwegs. Schauen wir mal. Hier fängt es auf jeden Fall mit ostsibirischer an. Und wie ich schon sagte, hier hat man jetzt mehr so diese braune Kastanienoptik bei den Untermaßlern. Und dass wir nochmal eine 400 Gramm ziehen, dass man die auch nochmal vernünftig erkennen kann. Können natürlich auch mal hier ganz runterwerfen, ne? Schön hier so die ganze Kante runter. Wir stehen ja verhältnismäßig ein bisschen ins Wasser rein. Ergo können wir den Bereich unterhalb von uns schön auswerfen und straight wieder hochkurbeln. Hat sicherlich auch Vorteile. Und wenn was Größeres einsteigen sollte, rennen wir hier einfach den Weg wieder runter und stellen uns praktisch an dem Fisch vorbeigelaufen auf, sodass er hier die Strömung hoch muss. Das würde ich sagen, kann man machen, ne? Ich zeige euch das gleich mal, wenn so ein Beispiel kommt. Ich hoffe, dass eins kommt. Oder ich zeige es euch an einem Beispiel. Wir schmeißen mal runter. Wir imitieren jetzt mal einen großen Einstieg, ne? Ich kurbel hoch, der Fisch beißt an. Wir halten die Spannung. Hier müssen wir wirklich darauf achten, dass wir die Spannung halten, weil wir laufen jetzt parallel zum Fisch. Das heißt, wir verlieren eine Menge Schnur. Und wenn wir die nicht rechtzeitig einkurbeln, dann hat der Fisch freies Spiel und kann schnell mal ausschlitzen. Aber wir versuchen schon tendenziell am Fisch vorbeizukommen, ne? Jetzt war es ein bisschen schnell zu Ende, war leider dann doch zu schnell draußen. Aber ihr merkt, dass ich vorhab, ne? Dran vorbeikommen und dann praktisch so eindrehen, dass der Fisch praktisch nach rechts wegschwimmen muss. Sprich gegen die Strömung nach oben. Oh, guck mal, kurz vor Ende kommt nochmal eine Esche. Dieses Mal haben wir eine ostsibirische, die maßig ist. Wir sehen das Helle von der untermaßigen arktischen Esche hier. Über 500 Gramm und so sieht dann die ostsibirische aus. Schön, dass wir die auch nochmal rangekriegt haben. Jetzt haben wir praktisch alle vier Varianten gesehen. Die zwei untermaßigen und die zwei maßigen. Komme ich hier auf den Stein? Ja, so. Schmeiße ich einfach nochmal da hoch. Schön nochmal in die Strömung rein. Und hol mir noch meinen letzten Fisch hier raus. Die Nummer 35. So, da gibt es nochmal eine schöne Bachforelle zum Abend. Jawohl. Die lassen wir uns schmecken. Über 600 Gramm, denke ich. Ne, 500. 500. 500 ist die magische Grenze. Dann sieht sie schön aus mit roten Punkten. Gut. Ja. Kurzer Überblick, Stunde 8 haben wir gestanden, 36 Fische reingekriegt, schöne Bachforellen dabei, schöne Eschen dabei, bisschen abwechslungsreicher Kleinkram. Gehen wir mal gucken, was wir für die Sachen bekommen. Ja, wenn das Bootsticket nach einem Tag abgelaufen ist, was geht am einfachsten? Genau, Escape, Shift gedrückt halten, verlassen und ab in die Anmeldemaske, Leute. So, bis gleich. Das und da sind wir schon wieder. Kurz umschauen. Hallo, guten Tag. Kaffee, ganz wichtig aufsuchen. Der erste wichtige Anlauf nach einer erfolgreichen Angelsession. 2x400 Gramm arktische Esche. Da können wir mit dienen. 1, 2 sind 72 Silber.
Zweimal 400 Gramm Ostsibirische haben wir leider nur eine. Das wäre nochmal 96, ne? Ihr seht, man kann mit diesen Eschen eine wunderbare Sache, ein wunderbares Raster aufbauen. Ist nicht immer so, dass wir hier alle Sachen drin haben im Café. Ist ja normal. Wechselt auch mal. Und dann gucken wir jetzt nochmal hier unten rein. So, Preise. 28 für die Barfuhr mit 1,9 Kilo. Die arktischen Eschen 26, 26, 19. Die obere Reihe ist eine 10er Reihe, darunter wird es kleiner. 279 Silber plus Kaffeeauftrag, sagen wir mal 350 Silber in der Stunde. Gefangen auf Kleinkram und das Resümee heißt hier die Kommandor als 2000er stationäre Rolle. Hat sich wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Schnelles Kurbeln auf 50 hat Spaß gemacht. War mal was anderes und hat vor allem aber auch zu guten Frequenzen geführt. Normalerweise hätte ich gesagt 30, 20, ja, kann man machen. Aber 50 kann man mit der Kommandur. Das funktioniert.